Das Minenjagdboot Grömitz ist heute in seinen Heimathafen am Marinestützpunkt in Kiel zurückgekehrt. Die 43 Soldaten waren ein halbes Jahr in der Ägäis zwischen Griechenland und der Türkei im Einsatz. Der Minenjäger hatte bei der NATO-Unterstützungsmission eine besondere Aufgabe. Die Grömitz hat als Flaggschiff die Führung übernommen. Griechenland und Türkei, wo sich ein wesentlicher Teil des Migrationsgeschehens über die Ägäis abspielt, brauchen ein deutsches Schiff in der Mitte als Mittler, auf dem sich ein griechischer und ein türkischer Stabsoffizier begegnen können. Nach ihrem Urlaub geht es für die Besatzung im Herbst mit Übungen in der Ostsee mit den Bündnispartnern weiter.